Jetzt hast du einen Haufen Daten und Ergebnisse für die Marktforschung gesammelt und weißt nicht weiter? Nach welchen Kriterien wird denn die Qualität der Marktforschungsergebnisse beurteilt? Antworten gibt's jetzt. Los geht's! Marktforschungsergebnisse besitzen nur dann eine Aussagekraft, wenn sie eine bestimmte Qualität an Ergebnissen aufweisen. Demnach sind die Qualitätskriterien, welche auch Gütekriterien genannt werden, ein zentraler Bestandteil der Marktforschung. Mit diesen Gütekriterien möchte man prüfen, wie gut im wörtlichen Sinne die anhand der Messung erzeugten Daten tatsächlich sind. Hierbei steht die Prüfung der für die Marktforschung eingesetzten Messinstrumente im Vordergrund. Denn die Qualität des Messvorgangs hängt auch wesentlich von den jeweiligen Messinstrumenten ab. Für die Beurteilung der Güte dieser Messinstrumente werden häufig die sogenannten Hauptgütekriterien herangezogen. Diese bestehen aus den drei Kriterien Objektivität, Reliabilität und Validität. Starten wir mit dem ersten Gütekriterium, der Objektivität. Sie misst die Unabhängigkeit der Ergebnisse von den Personen, welche an dem Marktforschungsprojekt beteiligt sind. Demnach sind Marktforschungsergebnisse dann objektiv, wenn die verschiedenen Personen unabhängig voneinander zu den gleichen Ergebnissen kommen. Voraussetzung hierbei ist, dass die Datenerhebung unter den gleichen Bedingungen durchgeführt wird. Um eine hohe Objektivität zu gewährleisten, sollten daher möglichst genaue Vorgaben für die Durchführung und Auswertung der Untersuchung sowie für die Interpretation der Ergebnisse definiert werden. Wenn die Daten beispielsweise im Rahmen von tiefen Interviews oder einer Gruppendiskussion erhoben werden, so besteht das Risiko, dass der Untersuchungsleiter Einfluss auf die Durchführung nehmen und die Objektivität der Ergebnisse damit einschränken könnte. Bei standardisierten Umfragen wie Online-Fragebögen ist der Einfluss auf die Befragten unterbunden und demnach eine hohe Objektivität gewährleistet. Das zweite Gütekriterium in der Marktforschung ist die Reliabilität. Sie spiegelt die Zuverlässigkeit der Datenerfassung wider. Das heißt, mit diesem Kriterium wird abgebildet, inwieweit eine Messung frei von zufälligen Messfehlern ist. Somit wird mit der Reliabilität folgende Frage untersucht: Welchen Grad an formaler Genauigkeit besitzt das Messinstrument? Demnach soll festgestellt werden, ob die gewonnenen Messergebnisse unter gleichbleibenden Bedingungen reproduziert werden können oder nicht. Die Reliabilität ist umso höher, je geringer der Anteil an Fehlern eines Messinstruments ist. Um die Reliabilität bewerten zu können, werden oftmals Wiederholungstests oder Paralleltests durchgeführt. Das dritte und letzte Gütekriterium in der Marktforschung ist die Validität. Die Validität prüft, ob der eigentlich relevante Sachverhalt tatsächlich auch erfasst wurde. Demnach sind das Messverfahren und das Messinstrument dann valide, wenn es ohne systematische Fehler auskommt. Ein Beispiel hierfür ist die Messung von Kundenzufriedenheit. In Bezug auf die Validität stellt sich hier die Frage, ob das Messinstrument auch tatsächlich die Kundenzufriedenheit misst und nicht eine andere Eigenschaft, wie etwa die Kundenbindung. Des Weiteren lässt sich die Validität in zwei weitere Kategorien unterscheiden: in die interne und externe Validität. Bei der internen Validität geht es um den Untersuchungsgegenstand und die Vorgehensweise innerhalb des Marktforschungsprozesses. Ein Laborexperiment hat beispielsweise oftmals eine wesentlich höhere interne Validität im Vergleich zu einem Feldexperiment, da man auftretende Störfaktoren bei einem Laborexperiment besser eliminieren kann. Die externe Validität hingegen spiegelt wider, wie sich die Marktforschungsergebnisse verallgemeinern lassen. Das heißt, in diesem Fall hat ein Feldexperiment meistens eine wesentlich höhere externe Validität im Vergleich zu einem Laborexperiment, da die Ergebnisse eines Feldexperiments besser auf andere Zeitpunkte, Zielgruppen oder Situationen übertragbar sind. Gut, fassen wir noch einmal kurz das Wichtigste zusammen. Die Gütekriterien spielen eine wichtige Rolle im Marktforschungsprozess.
Mit ihnen wird die Qualität der Messinstrumente, der Messverfahren und somit der Marktforschungsergebnisse gewährleistet. Alle drei vorgestellten Gütekriterien sind wichtig und müssen miteinander betrachtet werden, da sie aufeinander aufbauen. Denn Objektivität ist die Voraussetzung für Reliabilität und Reliabilität wiederum ist die Voraussetzung für Validität. Alles klar? Mehr zu den Einflussfaktoren auf Kaufentscheidungen lernst du in diesem Video hier. Einfach drauf tippen. Check auch unsere Playlist ab und lass ein Abo da. Also, bis bald mal, mach's gut und ciao!